man füttern muss. Doch was muss das bloß und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Ich möchte doch vorschlagen, dass wir in diesem Jahr als Weihnachtsbaum eine Kiefer nehmen, eine märkische Kiefer. Wir haben uns überlegt, dass die Lehrer dieses Jahr das Krippenspiel übernehmen sollen. Wir würden dafür den Weihnachtsbaum übernehmen. Warum losen wir nicht einfach? Die Schüler studieren das Krippenspiel ein und Sie erklären Dr. Wolfert, dass wir dieses Jahr einen Plastikbaum haben. Was haben Sie sich damals so gewünscht, Herr Pasolke? Ich hatte mich damals in so ein weißes Karussellpferd verliebt. Wirklich? Naja, wenn ich mir vorstelle, Heiligabend und am Weihnachtsbaum auf so einem weißen Pferd zu sitzen, das wäre bestimmt einer der schönsten Momente in meinem Leben. Eines der letzten noch erhaltenen Holzkarussells aus den goldenen 20er Jahren mit holzgeschnitzten Pferden. Das war doch genauso ein Pferd, wie wir es für Person gesucht. Das ist Ihr Weihnachtsbraten? Ja. Ihr wollt doch nicht etwa zusehen, wie dieses Ekelpaket von Werner Christa zu Weihnachten frisst. Wir machen es genauso wie damals bei dieser Löwennummer. Wir legen einfach echte Fuchsspuren. Genau. Rudan, komm mal hier. Brabahorn, guck mal. Ja, Brabahorn. Oh, ist das kalt. Oh, echt, ey. So langsam könnte er den Wodka getrunken haben. Wie lange braucht das Zeug eigentlich, bis es wirkt? Bei ihm wahrscheinlich total lange. Wieso? Naja, weil er mächtig viel verträgt. Verdammt, inzwischen kriegen wir ja Eisbeine. Ey, wartet mal, ich habe eine Idee. Wen rufst du an? Na, unseren Gänsemörder natürlich. Und wenn er schläft, dann kommt er nicht ran und dann können wir anfangen. Was ist, wenn er... Psst. Ja, wer zum Teufel holt mich da aus dem Bett? Verdammt, wir haben ihn aus dem Bett geholt. Dann mach was. Hallo? Wir überprüfen die Telefonleitungen. Was? Könnten Sie bitte bis 100 zählen? Was soll ich? Könnten Sie bitte bis 100 zählen? Na gut. 1, 2, 3. Er schläft. Sag mal. Und jetzt? Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Hey, warte mal, brauchen wir nicht erstmal einen Titel für deine Rap-Oper? Wie wär's mit Christmas Story? Haut mich nicht gerade um. Warte mal, ich hab auch eine Idee. Wie wär's mit Rap Me Jesus? Schon besser. Ich hab's. Wir nennen das Stück die Nacht der Nächte. Nacht der Nächte? Nee, dann doch lieber Rap Me Jesus. Okay, können wir jetzt anfangen? Jeder gibt einfach eine Zeile vor, ganz spontan, was ihm gerade einfällt. Ich fang mal an. Der alte Stall zu Bethlehem war kalt und feucht und unbequem. Maria sprach zu ihrem Mann. Hey, Josef, schaff was anderes ran. Doch der lag schlafend schon im Stroh. Das macht Maria nicht gerade. Froh. Hey, ich kann das sowieso nicht. Ich finde das total scheiße. Da höre ich mir doch lieber die alten Geschichten an. Die ganze Zeit um sich gebissen wie eine Klapperschlange. Obwohl ich ihnen den Schnabel zugehalten habe. Dabei wollten wir sie doch nur retten. Egal, Hauptsache wir haben sie. Also ich würde sagen, Johannes und Doro, ihr geht die Gans erstmal in unser Versteck bringen. Und wir beide machen hier weiter. Ei, ei, Frau Kriminaloberkommissarin. Okay, dann viel Glück und Schwanz- und Pfotenbruch, oder wie man es nennt. Danke. Aber hoffentlich ist der Fuchsbau wirklich nicht bewohnt. Nee, nee, Johannes hat sich gut umgeschaut. Da ist kein Fuchs mehr. Ja, rein. Ah, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Pasolke. Wie geht es Ihnen? Danke der Nachfrage. Fast ein schönes Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt. Das sah wirklich irre gefährlich aus, als Sie da abgestürzt sind. Ja. Sie haben in letzter Zeit wirklich ziemlich viel Pech. Ja. Was sagt denn eigentlich Ihr Doktor dazu? Ja, Gott sei Dank ist es kein Bruch, aber mit so einem Bänderriss ist es auch nicht zu spaßen. Wenn ich Pech habe, dauert das länger als ein glatter Bruch. Und was wird denn aus Ihrer Reise in den Schnee? Meine Reise? Mein Gott, die muss ich ja jetzt auch noch absagen.
Dabei haben sie sich so darauf gefreut. Kann man nichts machen. Dann habe ich eben weiße Weihnachten zu Hause. Es scheint so, als würden sie Weihnachten allein im Internat feiern. Oder kennst du jemanden, der hier bleibt? Nee. Gib mir noch mal das Telefon. Da auf dem Ticket müsste die Telefonnummer vom Reisebüro stehen. Danke. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ja. Geh doch mal an meine Plattensammlung und leg die Platte White Christmas auf. Meinen Sie die hier? Ja, genau die. Was hast denn du vor? Ich zauber ein bisschen Weihnachten auf ihr Gipsbein. Was? Ratlos. Das stimmt doch nicht. Ach, das ist doch falsch rum. Hätten wir uns für die Kiefer, also für die märkische Kiefer entschieden, dann müssten wir derartig alberne Versuchsreihen hier nicht absolvieren. Also der blaue wäre dann zumindest schon mal fertig. Blau, das ist doch keine Farbe für einen Weihnachtsbaum. Das ist höchstens ein Zustand. Also ich muss sagen, so ganz überzeugt mich das Ganze auch nicht. Also ich denke, wir sollten doch besser auf das traditionelle Tannengrün zurückgreifen. Warten Sie mal! Wie wär's denn so? Also ich finde, das sieht toll aus. Die Kinder, die wollten doch immer einen verrückten Baum haben. Und was sich unsere Schüler wünschen, ist für uns doch Befehl, oder? Naja, zumindest zu Weihnachten. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie bunt sind deine Blätter. Hübsch hässlich haben wir's hier. Naja, zumindest stark gewöhnungsbedürftig, aber meine Meinung zählt hier ja nicht mehr. Vor allem stellt sich die Frage, ob wir so einen Regenbogenbaum auch in einer respektablen Größe zustande bringen. Haben Sie da irgendwelche Zweifel? Na nun, die Kosten, meine Liebe. Was denken Sie denn, wie teuer so ein einfaches, einfarbiges Modell schon ist? Für so einen Regenbogenbaum in Saalhöhe müssen Sie mindestens mit 200 Euro, wenn nicht sogar mehr, rechnen. Was? Boah. Ja, aber eine derartige Summe ist im Haushaltsplan für die diesjährige Weihnachtsfeier nicht vorgesehen. Nun seien Sie mal nicht so geizig. Ja, aber das hängt doch nicht von mir ab. Ich entscheide das nicht. Ich bin der stellvertretende Direktor. Der Herr Dr. Stolberg hat es zu entscheiden. Ach, immer ich. Wäre denn auch mal jemand von Ihnen bereit, für diese Weihnachtsattraktion eine kleine Spende beizusteuern? Für dieses scheußliche Teil da? Nee. Also entweder übernimmt die Schule die Kosten oder die Weihnachtsshow fällt aus. Ich backe ja schließlich schon die Plätzchen. Wie? Naja, das würde doch aber heißen, dass wir in diesem Jahr gar keinen Weihnachtsbaum haben. Ja, das würde das heißen. Aber das könnten Sie den Schülern ja im Zuge Ihrer Weihnachtsansprache wunderbar erklären, gell? Herodes war ein fieser Typ. Ihn hatte wirklich niemand lieb. Und ginge es nach seinem Willen, er würde glatt das Christkind killen. Ist ja völlig der Scheiß. Jetzt du, Elisabeth. Die ganze Nacht gab's keine Ruhe. Im Stall ging's wie im Bahnhof zu. Oh, das ist echt ein Schrott. Den kannst du ohne mich weitermachen. Na, wir wollen ja hier auch niemanden zwingen. Und wer übernimmt dann Josephines Text? Ach, das ist kein Problem. Das schreiben wir einfach neu um. Heißt das, dass wir jetzt nochmal von vorne anfangen? Nein, wir machen einfach da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Ach ja, Anna, ich habe deinen Text ein bisschen umgeschrieben. Franz, oh, vergiss es, das sehe ich nicht. Hey, komm, warum denn nicht? Also entweder du machst das so oder... Wolltest du gerade sagen, oder du kannst gehen? Nein, so war das natürlich auch nicht gemeint. Lass gut sein, Franz. Ich höre jetzt besser auch auf. Dann kannst du dich noch rechtzeitig nach jemand anderem umsehen, der bei der Weihnachtsfeier deine großartigen Texte rezitiert. Viel Spaß noch. Was hat sie denn? Lass mal sehen. Das Jesuskind so zart und klein fing plötzlich mächtig an zu schreien. Maria schaute nach, wieso? Es hat da einen wunden Po. Du bist ja wohl total bescheuert. Die Nummer kannst du alleine bringen. So, Wotan, eine Minute gebe ich dir noch. Oh Mensch, kaum zu glauben, dass sich hier in der Gegend noch irgendein Fuchs herumtreibt. Und dass der ausgerechnet sich meinen Weihnachtsbraten holt. Naja, wenn Wotan den erwischt, dann hat er sowieso keine Chance. Da bist du ja,
Na, wie siehst du denn aus? Hast du ihn erwischt? Oder ist der Rotschwanz auf und davon? Naja. Egal. Nur schade um den schönen Braten. So, auf den Schreck hin muss ich mir erstmal ordentlich einen zur Brust nehmen. Oh. Wotan, warte mal. Auf einem Bein kann ich nicht stehen. Und wenn ich bedenke, dass du vier Beine hast, müsste ich eigentlich... Hallo. Hallo. Findet ihr meine Stimme so kindlich genug? Nee. Versuch es ein bisschen höher. Frau Unternehmer Rosala, guten Tag. Ah, hallo. Ich rufe wegen Ihres weißen Karussellpferdes an. Und, was ist damit? Ich wollte mal fragen, ob Sie auch am Heiligabend geöffnet haben. Leider nein. Da haben wir ab 12 Uhr geschlossen. Mit wem spreche ich denn eigentlich? Hier ist Max Richter. Könnte ich mir vielleicht eines Ihrer Karussellpferde am Heiligabend so für 24 Stunden ausborgen? Wie bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich für dich mein Karussell auseinandernehme. Das ist nicht für mich. Das ist für unseren Hausmeister, Herrn Pasulke. Wir möchten ihm damit eine Freude machen. Er ist nämlich schwer krank. Und sein letzter Wunsch ist es, noch einmal auf einem ihrer Karussellpferde zu reiten. Das tut mir leid, aber das geht nun wirklich nicht. Trotzdem für euch allen fröhliche Weihnachten, vor allem euren Hausmeister. Wie heißt er gleich? Pasulke. Verdammt, wieso hält es denn nicht? Wie wär's denn, wenn du es mal mit Sekundenkleber versuchst? Bist du verrückt? Willst du Werner umbringen? Obwohl er es eigentlich verdient hätte. Hier, halt mal, ich geh schon. Hi. Hi, Paula. Hallo, Josephine. Na, wie läuft's denn mit eurer Rap-Oper? Ach, freut mich. Franz spinnt. Seine Texte sind zum Wegwerfen. Anna hat erzählt, ihr habt eine Weihnachtsüberraschung geplant. Ist sie das? Ja, unsere absolute Weltneuheit. Mhm. Und was ist daran so besonders? Abwarten, bis wir fertig sind. Hey, psst. Was ist denn das? Das hört sich an wie eine Gans, oder? Das hört sich nicht nur so an, das ist auch eine. Und die kommt jetzt zu Weihnachten bei euch auf den Tisch? Da steht ich. Das ist Christa, der haben wir gerade das Leben gerettet. Oh, dann kommt Christa als Christkind unter den Weihnachtsbaum. Und aus dem Backofen wird ein Gänsestall. Nee, aber wir suchen einen Platz, wo sie absolut sicher ist. Fällt euch nicht zufällig was ein? So, lieber Heinz, ich habe hier einen schönen Hustentee, der macht dich blitzschnell wieder gesund. Ja, schön wär's. Zu blöd, dass ich mir zu meinem Bänder das jetzt auch noch eine Erkältung geholt habe. Hier, Herr Pasulke, Ihre Post. Danke. Das darf doch nicht wahr sein. Etwas Unangenehmes? Das kann man wohl sagen. Brief vom Finanzamt. Steuernachzahlung. Na, damit hätten Sie ja wirklich bis nach Weihnachten warten können. Ja, das sehe ich auch so. Zumal das Reisebüro, obwohl ich die Reise abgesagt habe, mein Geld nicht zurückgibt. Das ist ja gemein. Ja, ich habe vorhin mit dem Reisebüro telefoniert. Ohne Rücktrittsversicherung kriege ich keinen Pfennig zurück. Und die hast du nicht abgeschlossen? Natürlich nicht. Woher soll ich auch wissen, dass mir sowas Blödes passiert? Und was willst du jetzt machen? Na, was soll ich schon machen? Hustentee trinken, Beine hochlegen, Nase schnauben und warten, bis der Schnaps vorbeigeht. Gibt es nicht irgendetwas, womit wir Ihnen eine Freude machen können? Ach ja, leg doch noch mal weit Christmas auf. Was soll ich als Überschrift nehmen? Na, Pasulke allein zu Hause. Starke Idee. Und wie geht's weiter? Naja, also wir brauchen einen Text, bei dem jeder sofort nach den ersten zwei Zeilen anfängt zu heulen. Kein Lachen wird auf Schloss Einstein zu hören sein. Kein Kerzenschein. Wenn ihr nicht alle vorbeikommt und mit uns zusammen Herrn Pasulkes größten Traum erfüllt. Weiße Weihnacht. Dem Mann muss geholfen werden.
und so wär's gewesen. Hi. Hallo. Ciao. Ciao. Was wollt ihr denn hier? Ich denke, ihr probt für eure Rap-Oper. Naja, es hat sich ganz schön ausgerippt. Franz, Texte waren weder schrill noch schräg. Die waren schlecht, schlecht. Und was wollt ihr jetzt zu Weihnachten aufhören? Naja, also, Wir dachten, dass du uns vielleicht helfen könntest? Nee, das könnt ihr vergessen. Sowas geht nicht von jetzt auf gleich. Oh, bitte, Sebastian, du bist jetzt der Allereinzigste, der die Weihnachtsfeier noch retten kann. Dankeschön. Aber ihr müsst mir auch verraten, wie. Man könnte doch die Weihnachtsgeschichte mit verteilten Rollen vorlesen. Oh, eine tolle Idee. Aber da gibt's nur einen Erzähler und ein paar Sätze für Engel und die Hirten. Mann, Sebastian, hab dich doch nicht so. Ja, okay. Aber ihr müsst mir helfen. Ich brauche jede Menge Requisiten. Ja, einverstanden. Und wer soll da alles mitspielen? Niemand. Das übernehmen andere für uns. Andere. Und wer bitteschön? Na, ihr wisst doch, Weihnachten. Das Fest der Überraschung. Also, wir brauchen sowas wie eine Krippe. Zwei Umhänge. Ja. Eselsohren. Und vier Decken. Meine lieben Schülerinnen und Schüler, verehrtes Kollegium, zunächst einmal möchte ich uns ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Und ihr habt euch dafür in diesem Jahr einen besonderen Weihnachtsbaum gewünscht. Und wir haben alles getan, um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Darf ich bitten? 3, 4. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie bunt sind deine Blätter. Wir lieben dich zu jeder Zeit in deinem bunten Tannenkleid. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Also das war wirklich eine gelungene Überraschung. Dank, herzlichen Dank den Weihnachtsengeln, wenn ich mal so sagen darf. Und jetzt Bühne frei für euch. Eigentlich sollte jetzt ein Krippenspiel in Form einer Rap-Oper folgen, aber leider ist unser Hauptdarsteller schwer erkrankt. Und die anderen Darsteller unseres Krippenspiels sind leider im Stau stecken geblieben. Und was machen wir nun? Soweit ich sehen kann, gibt es unter uns ja Gott sei Dank eine Reihe von Nachwuchstalenten, die einspringen könnten. Was ist denn das Wichtigste an einem Krippenspiel? Natürlich die Maria. Frau Gallwitz, darf ich Sie bitten? Was, wie ich? Oh, bitte nein. Wer könnte diese Rolle besser verkörpern als Sie? Wenn Sie das hier bitte anziehen würden. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Josef. Herr Dr. Wolfert, darf ich Sie bitten? Ja, wenn du meinst. Augenblick noch. Ich habe noch eine Hauptrolle zu vergeben. Herr Fabian, kommen Sie mal bitte nach vorne. Sie übernehmen diesen äußerst wichtigen Part des Esels. Darf ich um eine Probe bitten? Dankeschön, hervorragend. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die heiligen drei Könige. Balthasar, Melchior und Kaspar. Herr Dr. Stolberg, würden Sie bitte nach vorne kommen? Aufgrund des Personalmangels müssen wir Sie leider bitten, alle drei Rollen gleichzeitig zu spielen. Wo ist Wotan? Wahrscheinlich darf er bei Herrn Werner auf dem Schoß sitzen, weil doch bald Weihnachten ist. Ja, und wie soll Werner unsere Gans bemerken, wenn Wotan gar nicht bellt? Wir klingeln einfach. Oh, bist du verrückt? Dann hat er uns doch. Ja, wir müssen einfach nur schnell genug wieder weglaufen, dann geht es schon.
an. Fröhliche Weihnachten, Herr Werner. Hallo, Karl-Heinz! Na, du bist aber früh. Na du, weit und breit kein Mensch zu sehen. Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Eine gut gebackene Weihnachtsgans. Guck mal, Wotan. Christa ist zurückgekommen. Freiwillig. Also das nenne ich aber eine Überraschung. Vielen Dank und fröhliche Weihnachten, ihr. Ihr Gänseräuber. Fröhliche Weihnachten, Herr Werner. Als das Kind geboren war, nahm Josef seine Maria in den Arm und küsste ihr die Stirn. Da ging ein Stern auf über dem Stall. Und weil es so bitter kalt war in dieser heiligen Nacht, blies der Ochse mit seinem heißen Atem die Krippe warm. Der Esel aber verkündete die frohe Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Ihr werdet ihn finden in dieser Krippe. Sein Geschrei lockte den heiligen Dreikönig von weit her. Hallo, hallo! Wo ist er denn hin, der neugeborene König der Erde? Dann beugte er sich neugierig über die Krippe, um dem Kind seine Gaben darzubringen. Ach, da ist er ja! Ihr seid schon längst unterwegs nach Hause. Aber noch nicht, ohne ihm vorher Tschüss zu sagen. Genau. Wie geht es Ihnen denn? Großartig. Im Hals kratzt es, der Gips juckt und draußen ist das gleiche Mistwetter wie immer zu Weihnachten. Das wird bestimmt das traurigste Weihnachten, was Sie je hatten. Ja, das fürchte ich auch. Es sei denn, es geschieht noch ein Wunder. Und leise rieselt der Schnee. Ja, so veräppeln kann ich mich alleine. So, und jetzt raus mit euch, sonst wundern sich eure Eltern noch, wo ihr so lange bleibt. Frohe Weihnachten! Ah, so Mist. Jetzt ist White Christmas auch noch kaputt. Na nun? Was ist nun los? Das ist ja ein Ding. Weiße Weihnachten! Fröhliche Weihnachten, Herr Versorger. Halt mal. Das habt ihr extra für mich gemacht? Danke, Kinder. Danke. Bitteschön. Oh, danke. Ja, oh, und wer soll jetzt hier die Schweinerei wieder wegmachen, hm? Na, wir natürlich.